Theba, wie planst du nun gegen Titan Warmedo weiter vorzugehen? Die Zeit ist gekommen, den Titanen Warmedo aufzuhalten. Mit normalen Pfeilen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrichten. Zerstöre sie mit Bombenpfeilen. Hier hast du ein paar Bombenpfeile. Aber das ist eine einmalige Sache, denn die sind nicht billig. Oh, danke. Und trotzdem gibst du mir gleich 20 Stück. Vielen Dank für dein Vertrauen. Außerdem ist es da oben kalt. Wirklich kalt. Ohne entsprechende Vorbereitungen kommst du nicht weit. Hast du Schutzkleidung oder geeignete Nahrungsmittel dabei? Ja sicher, siehst du doch. Das Ornegewand. Und zur Not hätte ich auch Nahrungsmittel, ja. Daher, ich bin bereit. Gut. Aber lass mich dir vorher noch eine Frage stellen. Warum nimmst du das alles auf dich? Warum willst du mir dabei helfen, Medo zu besiegen? Nun, das trifft alles zu. Aber in erster Linie natürlich, um Zelda zu retten. Zelda? Die Prinzessin von Schloss Hyrule, der unser Recke Revali vor 100 Jahren diente, hieß genauso. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung zwischen ihr und Warmedo besteht. Aber egal, wir beide werden Medo zusammen besiegen, habe ich recht? Ja, hast du. Dann sollten wir so langsam aufbrechen. Steig auf! Wundert mich aber, dass es jetzt tatsächlich schon losgeht. So wenig Story, so wenig Aufgaben, so wenig Aufwand. Das war in den beiden Gebieten davor, aber anders. Naja, vielleicht passiert ja noch was. Warten wir es ab. Da wären wir. Muss schon sagen, so hoch oben wird sogar mir kalt. So, das hier ist Warmedo. Verflucht nochmal. Diese Barriere ist ein echtes Problem. Was ist los mit dir? Kriegst du vor Angst kein Wort raus? Na gut, gehen wir den Plan durch. Siehst du die Geschütze? Ich werde ihr Feuer auf mich ziehen. Während sie sich auf mich konzentrieren, kannst du sie mit Bombenpfeilen zerstören. Soweit alles klar? Falls du dich zurückziehen willst, gleite mit einem Tuch in den Aufwinden zu mir. Dann kann ich dich aufsammeln. Mach dir gar nicht erst die Mühe, auf etwas zu schießen, das von der Barriere geschützt wird. Bleib ihr am besten fern. Und auch wenn ich das schon mehrfach gesagt habe, du brauchst unbedingt etwas gegen die Kälte. Wenn du bereit bist, können wir loslegen. Los! Also dann, kümmere dich um die Geschütze. Ich zähle auf dich. Alles klar. Also, er meint es ernst. So, das Ding schießt jetzt auf ihn, oder? Und nicht auf mich. Hoffe ich zumindest. Alter. Okay, es hat mich kurz gestriffen, aber nicht wirklich getroffen. Jetzt kriegst du, was du verdienst. Ach, das tankt noch einen Hit. Okay, bam! Gut so, genau. Sehr schön. Damit wäre das erste Geschütz schon zerstört, aber das zweite hat mich im Visier gehabt. Oh je, oh je, oh je. Jetzt wird's gefährlich. Oh, das schießt doch auf ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil der fliegt da kreuz und quer. Ja, ich versuche mich einfach mal so weit es geht von Theba zu entfernen. Jetzt wird's gefährlich. Wobei der das irgendwie anders sieht. Der fliegt hinter mir her. Alter, wollten wir uns nicht aufteilen? Naja, alles ein bisschen verwirrend. Aber wenn das wirklich alles ist, muss ich sagen, ist das hier die einfachste Titan-Mission. Ich meine, wir haben jetzt schon zwei Ziele zerstört. Es ist nicht schwierig, würde ich mal sagen. Im Prinzip sollte man eigentlich immer ganz weit nach oben fliegen, damit man den Schüssen ausweichen kann und dann, wenn sich das Geschütz auf Theba konzentriert, einfach fallen lassen. Immer mal wieder. So, sich nähern, nähern, nähern. Es zielt ja ganz offensichtlich jetzt auf ihn. Und dann kontern. Jetzt, glaube ich, versucht es mich anzuvisieren, aber das wird es nicht mehr schaffen. Kaboom! Ja, doch, ich sehe schon. Er nähert sich immer mir und ich glaube, dadurch komme ich dann auch ein bisschen in die Bredouille. Das ist nicht die beste Taktik, Theba, aber ich hoffe, du weißt, was du da tust.
Solange ich nicht frontal getroffen werde, ist ja alles gut. Vorsicht! Das vorher war ja zum Glück nur ein Streifschuss. So, vorsichtig. Jetzt visiert es, glaube ich, wieder mich an. Oder er ist direkt hinter mir. Ja, ist er. Gut, dann lassen wir uns wieder fallen. Pass auf! Nähern uns! Und machen's fertig! Eins! Oh nein, nicht getroffen, nicht getroffen. Aber jetzt. Einser und Zweier! Boom! Perfekt. Damit wären sie alle zerstört. War es das schon? Wir haben es geschafft. Die Barriere ist Geschichte. Hätte ich was abgekriegt. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Mach dir keine Sorgen. Es ist nichts Schlimmes. Und du solltest dir jetzt Medo vorknöpfen. Link, du schaffst das. Danke für deine Hilfe und gute Besserung. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Na, sieh mal an, ein alter Bekannter. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Medo Ganons Klauen zu entreißen, oder? Na, wegen dir bin ich nicht hier. Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titan zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Im Gegensatz zu dir, ja. Im Ernst. Der Typ ist dermaßen unsympathisch. Der kann hier gerne verrecken. Ist er ja schon. Aber er kann hier gerne für immer verbleiben. Ich bin nicht wegen ihm hier. Das sollte ihm klar sein. So. Ich bin zum Beispiel wegen der Truhen hier. Und eine hätten wir sogleich erreicht. Mit einem Saphir drin. Okay, gut. So, aber ich muss echt sagen, es wundert mich extremst, dass das jetzt so schnell ging. Also in keinem anderen Gebiet hat die Hauptstory so schnell abgehandelt, beziehungsweise hat man so schnell den Titanen erreicht. Weiß ich nicht, ob es hier noch einen Plot-Twist oder sowas geben wird. Aber schon ungewöhnlich, oder? Naja, jetzt freue ich mich erstmal auf den Titan. Das ist immer ein wahres Highlight. Das, denke ich, seht ihr auch so. Und ich bin sehr gespannt, welches Prinzip dieser Titan hier verfolgt. Also ich hätte eine Idee. Aber das wäre dann so ähnlich wie bei Varudania. Von daher weiß ich nicht, ob sie das machen. Wir werden schon sehen. Erstmal geht es ja darum, sich die Karte zu holen. Ich schau mal, was hier so abgeht. Okay, am Boden nix. Dann haben wir hier eine metallische Plattform und eine Truhe, die ich mir vielleicht sogar als erstes holen werde. Oder? Komme ich dann wieder rauf? Nicht, dass ich da jetzt runterspringe und dann rest in peace. Ich sehe nämlich, ehrlich zu sein, keine Möglichkeit, da wieder raufzukommen. Dann lasse ich es vielleicht erstmal. Ah, da ist noch ein Auge. Da. So. Da unten.
Okay, auch da drüben tut sich somit ein Weg auf. Und wir könnten jetzt mit dem Magnet... eine Art Brücke bauen. Aber wofür war der Windstoß? Ist der nur dazu da, um wieder da hochzukommen? Ach, da geht es sogar noch weiter rauf. Okay. Möchte ich mir mal ganz kurz anschauen, das Ganze. Ah ja, okay. Hier ist die Steuerungseinheit. Das Ziel quasi. Vielleicht noch die ein oder andere Truhe, aber das checken wir später ab. Na, ich sag's nochmal dazu, die Truhen sind in den Titanen nicht wichtig. Sie werden nicht auf der Karte markiert und sie zählen nicht zu den 100%, weil das jetzt schon bei den anderen Titanen immer mal wieder in den Kommentaren stand, von wegen, ich hätte eine Truhe vergessen. Habe ich, ja, aber es ist irrelevant. Die Inhalte sind ja auch nicht wirklich besonders. Ich versuche jetzt irgendwie da so hochzukommen, aber es will nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht mal, ob das so vorgesehen ist. Aber es müsste schon funktionieren, wenn man es richtig macht. Ja, genau. Genau, so wollte ich das haben. Sehr gut, Link. Ein antiker Reaktorkern. Ja, den nehme ich doch gerne mit. Und eigentlich könnte ich jetzt gleich darüber jumpen. Wobei mir das nicht viel bringt. Aber ich glaube, da ist so... ja, einer der ersten Räume bezüglich eines Kontrollsiegels. Aber, naja... Weiß ich halt schon mal, wie das so geht und nein, jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Okay, gut. Dann finden wir jetzt wenigstens raus, was man macht, wenn man hier runterfällt. Und schnappen uns weitere 5 Bombenpfeile. Muss ich jetzt nach ganz unten springen? Ah ja, okay. Und dann komme ich... Oh, Moment. Was war das? Das Monster da. Verzieh dich! Sag mir lieber, wo dein Auge steckt. Da drin, was? Nimm das und stirb. Oder hängen die zusammen, die beiden? Nein, tun sie nicht. Das heißt, die Monster bleiben jetzt erstmal da. Okay, dann schnappen wir uns schnell den Inhalt und verschwinden. Eine antike Achse, alles klar. Auch witzig, ich mache jetzt erstmal alles, aber nicht das, was ich tun soll. Ja, aber ist doch typisch für mich, oder? Das ist doch typisch für mich. Ja, lassen wir das erstmal. Ich denke, auch hier wird es zu Kontrollsiegeln gehen. Ich nehme jetzt wieder den Aufwind und steuere die Karte an. Ich denke, hier, das haben wir schon richtig gemacht. Einfach eine Brücke formen halt. Die Plattform könnte ich auch noch bewegen, aber nee, muss ich nicht. Und du bist nur ein Gradler, der bitte instant stirbt. Ja, ich bleib mal beim Königsbogen. Das reicht schon. Vielen Dank für die Wächterlanze. Wobei ich denke, ich bleibe bei meiner Elsternlanze. Die ist noch ein bisschen stärker. Und da ist die Karte auch schon. Also selbst das, kein Aufwand, ne? Kommt mir fast so vor, als wäre das hier der einfachste Titan und das einfachste Gebiet. Seltsam, wieso ist es denn dann das dritte? Inoffiziell, muss man dazu sagen. Inoffiziell. Wobei ich glaube, es kommt dann letztendlich drauf an, welche Position der Titan in diesem Ladescreen einnimmt. Wenn es da wirklich der erste ist, dann... Ja, okay. Werden wir schon sehen, ne? Gut, die Kontrollsiegel befinden sich alle in den Flügeln. Das ist gut, ich mag Hotwings. Sieht aus, als hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Mhm. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vamedo regeln. Um Medo zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was taugst. Ja, mehr als du, oder? Weil ich lebe ja noch. Aber das dürfte dir nicht entgangen sein. Ach ja. Am liebsten würde ich ja direkt wieder gehen, aber... Geht nicht! Wir müssen Ganon schwächen.
Okay. So, und weil ich jetzt gerade die Möglichkeit sehe, hier rüber nach dort zu kommen. Oder nicht? Hä? Muss doch gehen. Ach so, nein. Warte. Ah ja, okay. Verstehe. Dann machen wir es so. Die einen Plattformen lassen sich mit dem Magneten bewegen und die anderen mit Stasis. Sehr gut. Fällt einem halt auf, weil da überall diese Schienen sind. Aber ist es damit schon getan? Komme ich darüber? Ja. Sehr gut. Dann wäre ich jetzt im rechten Flügel und schau mal, was da geht. Oder wollen wir zuerst gucken, was die besondere Fähigkeit des Titans ist? Hat er überhaupt eine? Ja. Ah, okay. Genau sowas habe ich mir nämlich auch gedacht. Auch er dreht sich, aber halt nicht komplett. Also man kann die Flugrichtung beeinflussen und somit halt auch... Naja, das Innere halt, ne? Also es ist so ähnlich wie Varudania. So ähnlich. Und hier drin ist jetzt das erste Kontrollsiegel? Ja. Gut. Dann schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich da drauf knalle. Aha. Dieses Tor muss weg. Wie kriege ich das denn weg? Oh, apropos weg. Vielleicht entfernen wir erstmal das nervige Auge. Hat das vielleicht sogar was damit zu tun? Nein, aber da ist trotzdem eine Truhe. Ja, dann öffne die mal, Link. 10 Eispfeile. Okay. Es gab doch 2 Windräder, oder? Ja. Ah! Das lässt sich bewegen. Ich mach mal die andere Richtung. So, bewegt sich das jetzt automatisch oder muss ich mit dem Magneten nachhelfen? Weil eins ist ja relativ klar, wir müssen das dazu bringen, dass es sich dreht. Ich glaube erst dann, genau, erst dann geht das Tor hoch. So, das muss jetzt aber auch auf der Position bleiben. Demnach... Aber was macht eigentlich dieses Ding hier? Ich will es einfach mal ausprobieren. Okay, es würde mit Stasis gehen, es würde aber auch mit dem Magnet gehen. Ich denke, ich probiere es erstmal mit Stasis. So, jetzt rüber drehen. Und sobald es sich bewegt, werde ich es festmachen. Genau, dann schließt sich nämlich das Tor nicht. Was doch? Ach so, okay, weil es sich kurz nicht gedreht hat. Passt schon, alles in Ordnung. Jan, wieso passiert jetzt trotzdem nichts? Hä? Der Schalter ist doch gedrückt. Na gut. Nicht ganz. Vielleicht muss ich kurz nachhelfen. Warte. Ah, ja, okay. Also so funktioniert es auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte es mit dem Magneten machen sollen, weil ansonsten wäre ja die... Also der Cube da oben nicht aus Metall. Aber wie ihr gesehen habt, geht's mit Stasis auch. Und das war mir jetzt persönlich lieber. Kann ja jeder machen, wie er will. 4 Kontrollsiegel fehlen noch. Ich hoffe, du gibst nicht schon auf. Ich lache. So, jetzt sind wir aber an ein anderes rangekommen, als ich ursprünglich vorhatte. Ich wollte ja hier rein. Wie, mach ich das? Wie öffne ich dieses Tor?
Muss ich gestehen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich sehe keinen Mechanismus, der damit irgendwie zu tun haben könnte. Daher, vielleicht muss ich mich da von außen irgendwie nähern oder so. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal rüber auf die andere Seite. Und schauen wir mal, was wir da machen können. So, jetzt wird es nicht ganz einfach, da wieder raufzukommen. Ich glaube, auch das sollte man eigentlich mit den Plattformen machen, aber mit dem Aufwind ist es ebenso möglich. Das habe ich euch ja schon gezeigt, deswegen werde ich das jetzt auch nochmal so machen. Dadurch, dass es auf der Kippe steht, ist es sogar ein bisschen leichter im Flug, da hochzukommen. So, und jetzt schauen wir mal. Was wollt ihr? Du willst erstmal wieder gekillt werden. Kein Ding. Bin ich bereit zu. Und da ist schon ein Kontrollsiegel. Okay. Da muss ich dann ja im Prinzip einfach nur hochfliegen. Und das sollte machbar sein, indem ich den Titan drehe. Da ist auch noch eine Truhe. Joa. Oder geht's nicht sogar schon von der Position aus? Nee. Ich glaube nicht. Ja, das war sowieso Schwachsinn gerade. Oh, Moment, was ist das da? Wind! Ach, und das kommt aus dem Fenster? Okay. Dann drehe ich doch gleich mal wieder zurück. Wir springen da rein! So. Nice! Schon das zweite. Drei Kontrollsiegel stehen dir noch bevor. Langsam kommen wir weiter. Weiter als du jemals warst. So, die Truhe? Wie komme ich zur Truhe? Die ist ein bisschen komplizierter irgendwie. Schwierig. Wahrscheinlich während er sich dreht, oder? Aber dazu muss ich ihn nochmal nach unten senken. Also zieht es mich runter und in der anderen Richtung nicht. Könnte sein, aber ich bin mir jetzt da gerade auch nicht sicher. Wenn ich es nicht auf Anhieb weiß, ist es nicht so schlimm, weil wie gesagt, die Truhen sind nur Bonus. Zählen nicht wirklich dazu. Und... Ach, scheiße. Das wollte ich so natürlich nicht. Aber es hat trotzdem geklappt, selbst von dort aus. Ein Königs-Zweihänder. Der ist natürlich schön stark. Aber ich habe halt schon einen, ne? Und der ist cool. Der ist sehr cool. Ich glaube, ich schmeiß mal die Eislanze weg. Die haben wir auch schon ewig. Und der Königs-Zweihänder wandert in meinen Besitz über. So, jetzt geht's drum, wie komme ich denn hier weiter? Ach so, okay, ich sehe es schon, gar kein Problem. Der Titan hat sogar die richtige Position. Die Kugel muss einfach hier hindurch rollen. Wir zünden sie im richtigen Moment, denn die Barriere ist aus Gestein. Sprengen den Scheiß weg. Und schon geht's weiter. Aber es ist ein Hindernisparcours für die Bombe, daher... Schauen wir mal, was jetzt geschieht. Ich glaube, ich muss einfach im richtigen Moment zünden, weil der Wind lenkt sie ja weiter nach links, nach links, nach links und BOOM! Ah ja! Und jetzt haben wir eine metallische Kugel freigesetzt. Die wiederum, denke ich, kann ich mit dem Magneten von hier aus steuern, oder? Nein? Als ob. Okay. Okay.
Aber selbst wenn ich den Titan drehe, kriege ich das Ding doch nicht raus da, oder? Ach so, doch. Oh, ja, ich hatte jetzt gerade den falschen Blickwinkel. Ich dachte, er würde sich nach rechts drehen, warum auch immer. Egal. Nicht den Durchblick gehabt. Passt alles. So, jetzt kann ich dich wiederum mit dem Magnet steuern und du kannst dich auch gleich wieder in die andere Richtung begeben, Warmedo. So, aber wir müssen schnell sein. Ich weiß nicht, kann ich das Ding durch das Fenster steuern? Ja. Okay, das ist gut, das ist gut. Denn die Kugel muss eigentlich nur hier hin. Und der Titan erledigt den Rest. So ist es! Sesam, öffne dich! Damit haben wir auch das dritte Kontrollsiegel erreicht. Das war ein ganz interessantes Rätsel. Hat mir jetzt bis jetzt am besten gefallen, hier. Wobei das erste auch nicht schlecht war. Nur das zweite war geschenkt. Jetzt sind nur noch zwei Kontrollsiegel übrig. Na sowas, du hast es ja fast geschafft. Aber das einzige Problem, was ich in diesem Titan habe, ist... Ich weiß nicht genau, wo die alle sind. Also eins befindet sich auf der Unterseite des Flügels. Und das würde mich nicht wundern, wenn ich zu dem auf der linken Seite auf dieselbe Art und Weise komme. Ach, warte mal, kann ich vielleicht da durch das Fenster durch? Da war doch irgendwo ein offenes... Ach nee, das öffnet sich erst, wenn ich den Schalter aktiviere. Gut, kommt denn da immer Luft durch? Schon, oder? Ja. Ja, wir müssen jetzt im Prinzip rausfinden, wie man auf die Unterseite kommt, oder? Vielleicht sollte ich mich draußen mal umschauen, während er in neutraler Position ist. Oder ist da unten noch ein Gang? Als ob, ich hab's gesehen, ne? Die scheiß Fliesen. Ach nee, warte. Wobei, das war gar nicht mal so falsch. Ich erinnere mich, dass da Monster waren. Die müssen weg. Andererseits, jetzt fällt mir auch gerade ein, hier war doch auch was und ich habe das dann ignoriert gehabt, weil wir dann noch nicht die Karte hatten. Stimmt, stimmt. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir doch quasi das gefunden, was ich suche. Und jetzt werde ich erstmal mit einem Bombenpfeil, weil der eine bessere Reichweite hat. Siehst du? Das Auge zerstören. Und wie man diese Gondel betreibt, mal sehen. Vermutlich Stasis. Ja. So ist es. Und wenn wir Glück haben, ist das schon das vierte Kontrollsiegel wert. Bam, 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 bam. Oder hau mit was Heftigerem drauf. Hier, der Zweihänder, genau. Und rein mit dir. Ich hoffe, das reicht schon. Ja, läuft. Alles klar. Okay, war das jetzt zu heftig? Oh nee, jetzt ist er noch auf der anderen Seite. Ja, wie kriege ich das jetzt zurück? Ach, ich bin wahrscheinlich sowieso blöd. Das geht doch ganz einfach. Stimmt's? Ja, bin blöd, sorry. Wahrscheinlich war das bei den Plattformen da in der Mitte genauso, oder? Werde ich gleich nachprüfen. Wobei, in der Mitte sind die Plattformen, glaube ich, anders angeordnet, oder? Ja, wir werden es im nächsten Part sehen. Ich glaube aber, dass man einfach alles durch Neigen der Flügel regeln kann. Warum ich dann nicht gleich dran gedacht habe, ich weiß es nicht. Ja, manchmal handle ich, bevor ich denke. Sonst würde es mir ja nicht sofort nach dem Fehler auffallen.
Aber es läuft trotzdem locker flockig. Wir haben 4 von 5 Kontrollsiegel und im nächsten Part werden wir voraussichtlich das letzte auch noch finden und den Boss besiegen. Schaltet wieder ein! Nur noch ein Kontrollsiegel übrig. Sieht aus, als hättest du dich selbst übertroffen.